Eine kleine Idee bringt eine Menge Spaß. Rund 30 Flüchtlingskinder aus Afghanistan, Syrien und dem Irak wurden dazu eingeladen, die Eisfläche vor dem Forum Steglitz auf Kufen einzuweihen. Für viele von ihnen der erste Kontakt mit Eis und Schlittschuhen. Also wir hatten erstmal die Idee, eine Eisbahn auf der Schorschstraße zu installieren. Die Idee konnten wir relativ schnell umsetzen, auch mit dem Kollegen Laurenz Blume. Und dann wollten wir auch was Besonderes natürlich machen und hatten dann auch gleich die Idee, was ist besser, als dann Kinder zu ermöglichen, als erstes auf ein Eis zu gehen, die sonst vielleicht vom Alltag her nicht den ganz schönen Alltag haben oder auch mal ein bisschen Abwechslung in einen eher tristen Alltag reinzubringen. Begonnen hatte der Tag des Ausprobierens bereits ein wenig früher. Die Kinder wurden mit dem Bus an den zwei Steglitzern Flüchtlingsheimen abgeholt und dann ging es zum Forum Steglitz. Dort nahm Eisbärenmaskottchen Bulli die Kids in Empfang und führte sie gleich auf die rutschige Eisfläche. Dort halfen Kinder vom Stadtteilzentrum den noch etwas unerfahrenen Schlittschuhläufern. Eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Ja, ist natürlich eine wunderbare Aktion, hier die Flüchtlingskinder zum Schlittschuhlaufen mitzubringen. Das ist sicherlich nichts Gewöhnliches, was die bisher erlebt haben. Und ich bin ganz erstaunt, wie schnell die Flüchtlingskinder hier sich zurechtfinden auf der Eisbahn. Und natürlich ein großes Dankeschön hier an das Centermanagement vom Forum oder auch an den Schaustellerbetrieb, dass er das entsprechend organisiert hat. Stadtteilzentrum ist da. Also ein gutes Beispiel für eine Willkommenskultur für die Flüchtlinge. Generell werden die Flüchtlingskinder in Steglitz intensiv betreut. In den Willkommensklassen geht es vor allem darum, schnellstmöglich erste Deutschkenntnisse zu vermitteln. Das wissen wir und wir wollen relativ schnell feststellen, aus welchen Gründen sie gekommen sind und ob sie auch in Zukunft ein Bleiberecht hier haben werden. Dann ist es mit unserer ersten Aufgabe festzustellen, wann und in welchem Standard sie sich befinden. Das heißt, welchen Schulstand haben Sie, welchen Wissensstand haben Sie, um Sie dann relativ schnell über einen gewissen Deutschkurs in Regelschulen unterzubringen. Dazu sind die Willkommensklassen da. Nach 2 Stunden Spaß auf dem Eis, jeder Menge Kakao und Tee und rauen Mengen an Süßigkeiten wurden die Kinder und ihre Eltern mit Bussen zurück in die Flüchtlingsunterkünfte gebracht. Und der eine oder die andere ist mit Sicherheit jetzt leidenschaftlicher Schlittschuhläufer. Jedes Kleidungsstück zählt und vor allem jedes Kleidungsstück hilft. Mit der Aktion Bring Alt, Kauf Neu unterstützen die Wilmersdorfer Arkaden die Berliner Stadtmission, die die Kleidung beispielsweise an die rund 11.000 Obdachlosen, die auf Berlins Straßen wohnen müssen, weitergeben kann. Es ist der Zeitraum des klassischen Winterschlussverkaufs, nenne ich es mal. Auch unsere Geschäfte, viele Geschäfte haben reduziert. Und das ist eigentlich ein willkommener Anlass zu sagen, wenn ich mir was Neues kaufe, was mache ich mit dem Alten? Das ist noch zu gut, um es wegzuschmeißen, also kann ich damit helfen. Deswegen Aufruf an alle Berliner und Berliner, bringt das zu uns, an die Kundeninformation ins Erdgeschoss oder hier in den Laden, komm und zieh im ersten Obergeschoss, bringt die alte Ware mit. Wir sorgen dafür, dass die einem guten Zweck zugutekommt, nämlich der Berliner Stadtmission und dann dort verteilt wird an Bedürftige, an Obdachlose und einfach Hilfesuchende. Wie wichtig die Spenden sind, sieht man, wenn man der Berliner Stadtmission in der Lehrter Straße einen Besuch abstattet. Die Notunterkunft am Hauptbahnhof ist ein Zufluchtsort für Berlins Wohnungslose. Das Leitbild ist, kurz gesagt, dass wir erstmal offen sind für alle Menschen, die herkommen. Wir versuchen denjenigen zu helfen, die Hilfe möchten, aber wir versuchen auch denen zu helfen, die noch gar nicht wissen, dass sie Hilfe brauchen. Wir versuchen die Hände zu reichen, wo immer es möglich ist und auch für alle Kulturen, für alle Menschen in verschiedenen Lebenssituationen Verständnis zu haben. Das ist nicht immer ganz einfach, in der Praxis dann umzusetzen, weil manche Leute doch recht anstrengend werden können, aufgrund von Suchtproblemen, psychischen Erkrankungen. Aber wenn es dann mal klappt, gibt es unheimlich Kraft dann für das nächste Mal. Um helfen zu können, bitten die Wilmersdorfer Arkaden ihre Kunden bereits zum 3. Mal um Kleiderspenden. Im vergangenen Jahr kamen stolze 30 Kubikmeter an Textilien zusammen. Ganz klar, warme Kleidung. Jacken, Hosen, Oberteile. Alles, was irgendwie noch gut erhalten ist,
bringt es zu uns, zu unserer Kundeninformation im Erdgeschoss oder hier in den Laden Komm und Sieh. Und das geht entweder direkt an den Obdachlosen oder wenn es eben eine Bluse ist, ein Oberhemd, dann wird es auch noch verkauft und der Erlös kommt dann der Stadtmission zugute. Bis zum 8. Februar haben die Berlinerinnen und Berliner noch Zeit, ihre alten Kleidungsstücke an der Kundeninformation der Wilmersdorfer Arkaden oder im neuen Upcycling-Laden kommen und sie der Stadtmission im ersten Obergeschoss abzugeben. Jede Spende hilft und jedes Kleidungsstück bekommt einen neuen, dadurch glücklichen Besitzer. Garantiert. Hey.